Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute habe ich noch einen Shein-Haul, der eigentlich zum letzten Shein-Haul gehört. Ich hätte gedacht, es ist schon alles und der Rest kommt einfach nicht mehr an, aber jetzt ist er doch angekommen und natürlich möchte ich euch die Teile nicht vorenthalten. Es sind jetzt noch 4 Teile nachgekommen und ja, die zeige ich euch heute natürlich. Ja, das ist auch eine Zusammenarbeit mit Shein, deshalb gibt es auch einen Rabattcode von mir. Ja, und zwar könnt ihr mit meinem Rabattcode CDEDC ganze 25% sparen. 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 29 Euro und ganze 25% ab einem Bestellwert von 69 Euro. Ich schreibe euch natürlich wie immer alles in die Infobox, verlinke euch auch alle Teile, die ich euch jetzt hier zeige, werde natürlich auch versuchen, die Teile euch wieder angezogen zu zeigen. Da werde ich dann danach schnell in die Kleidung reinhüpfen und werde ich das hier einblenden, so wie immer. Mit diesem Suchcode hier könnt ihr etwas schneller bei der Aktion teilnehmen. Und jetzt zeige ich euch zum ersten, ja, ich habe mir einen Blazer ausgesucht und zwar, ich habe keinen schwarzen Blazer zu Hause. Unglaublich, aber wahr. Und vor allem jetzt auch so, wo ich einen schwarzen Blazer für Halloween bräuchte, habe ich mir gedacht, warum habe ich so etwas nicht zu Hause? Und deshalb, hier ist er. Und ich habe den schon kurz anprobiert. Der sitzt perfekt, ist angenehm zu tragen. Qualität ist unglaublich toll um den Preis. Falls ihr noch keinen schwarzen Blazer zu Hause habt, ich glaube, das braucht man einfach, oder? Dann schaut ihn euch gerne mal an. Ich setze euch, wie gesagt, den Link dazu auch in die Infobox. Der ist nämlich auch von der Qualität her so richtig angenehm und nicht so steif. Er hat nicht wirklich Stretch, aber ich weiß nicht, der ist halt richtig bequem. Ich habe mir aber auch in der Größe 40-42 bestellt, also in der Größe L. Und ja, ich bin richtig zufrieden damit. Der ist jetzt auch nicht so extrem lange geschnitten wie manch andere. Ich habe mich da so ein bisschen durchgezogen. Und mir hat der hier dann am besten gefallen. Der hat auch hier Taschen, wo du was einstecken kannst für Notfälle. Also so ein Taschentuch oder so kannst du hier auf jeden Fall einstecken. Ja, er ist definitiv nicht zu dick und nicht zu dünn. Ja, der ist halt einfach perfekt. Und wie gesagt, ihr könnt ihn hier auch angezogen sehen. Und der ist jetzt auch nicht irgendwie großartig gefüttert oder so. Aber einfach so zum Drüberwerfen, wenn man für etwas besondere Anlässe oder ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also so einen Blazer zu Hause zu haben, ist eigentlich immer vom Vorteil. Und wenn man so auch sportlich angezogen ist und man schmeißt sich das drüber, ist man schon wieder elegant unterwegs. Dann, und das habe ich beim letzten Shein-Haul schon erwähnt, ich brauche so ein bisschen einfach so gemütliche Hoodies, die nicht allzu dick sind. Gerade auch jetzt für die kältere Jahreszeit. Und ich habe mich für meine Lieblingsfarbe entschieden. Der ist auch so ein bisschen sportlich. Und zwar sieht der so aus, von der Qualität auch richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, aber der Stoff ist wirklich gar nicht dick. Also für extrem kalte Tage ist er nichts, aber das wollte ich auch nicht. Ich will ihn einfach so für den Alltag zu Hause auch haben. Also ein Teil, was ich so zu Hause für gemütlich anhaben kann, aber wo ich auch sagen kann, dass der zum Rausgehen gedacht ist. Da brauchst du dir dann einfach nur so eine leichtere Jacke drüber schmeißen und fertig. Für den Herbst ist das einfach perfekt und ich liebe, liebe diese Farbe. Hier steht New York drauf und ja, in Weiß. Und der hat jetzt auch keine Kapuze. Ich habe ihn mir auch in der Größe 40 genommen. Also das ist ein ganz normaler 0815 Pullover ohne Kapuze, ist nicht zu dick, nicht zu dünn, mit einer richtig wunderschönen Farbe, aber doch eher auch schon so ein bisschen ein herbstliches Gelb, würde ich sagen. Ja, ich liebe einfach Gelb. Also ich finde das immer so erfrischend. Ja, über diesen Pulli freue ich mich sehr, da er nicht so extrem dick ist. Dann habe ich mir noch einen Strickpulli ausgesucht. Den habe ich mir beim letzten Mal schon in einen sehr hellen Beige-Ton genommen und den finde ich so wunderschön und auch von der Qualität her richtig toll und angenehm. Deshalb wollte ich ihn noch in einer zweiten Farbe haben und das ist jetzt die etwas dunklere Variante. Das ist halt einfach so ein Braunton und hat so einen leicht blaugräulichen Stich. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Gefällt mir auch richtig gut und wie gesagt, hier ist die Qualität unschlagbar gut. Also da bin ich echt richtig begeistert gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte den unbedingt in zwei verschiedenen Farben haben. Ja, der ist auch ganz normal geschnitten, nicht irgendwie großartig kurz oder Oversize geschnitten. Und ist von dieser Shein-Marke und mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass diese Shein-Marke von der Qualität her einfach
richtig toll ist. Ich glaube auch, dass du hier ein paar Euro mehr drauf legst, aber du hast wirklich eine tolle Qualität. Den habe ich mir jetzt in der Größe 40 bestellt. Ja, und wie gesagt, das ist ja eigentlich die Nachlieferung vom ersten Teil auf gut Deutsch und deshalb sind es ja nur 4 Teile, aber ich würde sagen, das ist jetzt das Highlight aus der Bestellung. Und zwar habe ich mir diese wunderschöne Bomberjacke ausgesucht. Die ist aber leider so kurz geschnitten, aber ich finde die unglaublich schön. Die ist jetzt auch nicht so extrem dick, aber hält doch warm und gerade so unter diese Pullis finde ich das dann einfach perfekt. Die ist halt auch so ein bisschen abgesteppt, hat einen Reißverschluss hier ohne Kapuze, was ich eigentlich immer richtig angenehm finde, wenn man hier Kapuze hat. Das wird immer ein bisschen zu viel, finde ich. Und es stört mich manchmal dann auch, egal ob beim Autofahren oder bei sonst irgendwelchen Sachen, wenn da 2 Schichten an Kapuzen drauf sind. Ja, vielleicht kennt ihr das, aber vielleicht kennt ihr das auch, aber mich stört das manchmal. Und ja, es ist immer ein bisschen schwer hier zu zeigen, aber es ist jetzt keine richtige dicke Jacke, sondern so nur wirklich für den Herbst. Aber auch schon für ein bisschen kältere Tage, wenn du hier so einen Pullover drunter ziehst, ist das perfekt. Und diese Bomberjacke hat jetzt keine Taschen, aber wie gesagt, hier mit Reißverschluss und finde ich richtig, richtig schön. Vor allem ist meine Herbstjacke gerade am kaputt werden. Die löst sich irgendwie innen bei den Taschen schon sehr auf, also die wird jetzt nicht mehr lange bei mir bleiben. Deshalb bin ich jetzt umso mehr happy, dass ich jetzt wieder eine andere habe. Ja, das waren jetzt die 4 Teile, die ich noch nachbekommen habe. Wie gesagt, ich setze euch alles in die Infobox. Den Rabattcode, wo ihr sparen könnt, den Suchcode und natürlich auch die einzelnen Links für die Teile, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.